lustige Geschwister. Magisches Schloss. Arseni, wir müssen in die Zoohandlung. Pancho friert. Zoohandlung? Ja, genau. Warum? Pancho friert. Was willst du denn da? Ich will Pancho was zum Anziehen kaufen. Los, gehen wir. Pancho, du kommst auch mit. Los! Pancho, du darfst auch mit. Rein mit dir. Rein da. Jetzt machen wir noch den Reißverschluss zu. Warum hält das Taxi nicht an? Es kann losgehen. Wir müssen uns anschnallen. Ich bin soweit. In die Zoohandlung, bitte. Ah, ich bin gespannt, was es da alles gibt. Hoffentlich finden wir was Passendes für Pancho. Denn er ist ja so klein. Mein kleiner Pancho. Prima, wir sind da. Arseni, du hast uns vergessen. Pancho ist ganz schön schwer. Warte auf mich. Er hat's eilig. Oh, wie cool. Mäuse, Eier, Spielsachen für Katzen. Und was haben wir hier? Das ist lustig. Aber ich brauche was für Pancho, nicht für Katzen. Das ist ja witzig. Schaut mal. Was ist das? Das ist ja cool. Ein Monster. Ananas. Ball. Ball. Pinguin. Noch ein Monster. Das könnte Pancho gefallen. Selin, wir wollen für Pancho was zum Anziehen kaufen. Und nicht Spielzeug. Wow, das ist ja cool. Was hat's hier? Das nehmen wir. Ich mag Rosa. Selin, Pancho ist doch ein Rüde. Du hast recht. Rosa gefällt ihm sicher nicht. Das hat Pancho schon. Oh, eine Spange. Für Hunde. Ah, da ist ein Schweinchen drauf. Und da ein Pinguin. Arseni, schau mal. Ah, die sind doch für Katzen. Ui, die sind aber schön. Arseni, schau mal. Blau. Wie die Sterne auf meinen Schuhen.
Wir wollen doch was zum Anziehen kaufen. Okay. Cool, ein rosafarbenes Haus. Mit einer Leiter. Das ist schön. Selene, das ist für Katzen. Ich will es kaufen. Und es ist rosa. Ich will es aber. Nein. Nein. Dann nehmen wir das. Komm. Trag du, Pancho. Trag du ihn. Wow, so viele Kleider. Das gefällt mir. Aber für Pancho ist es zu klein. Und was ist damit? Das ist doch schön. Also mir gefällt's. Arseni, lass uns das kaufen. Selene, Pancho ist doch ein Rüde. Okay, dann nehmen wir eben was anderes. Wie wär's damit? Nicht schlecht, aber ich habe eine bessere Idee. Was denn? Schau, Selene. Ein Superman-Kostüm. Und damit er nicht wegfliegt, bekommt er eine Leine. Pancho darf sein neues Kostüm gleich anziehen. So. Komm raus, Pancho. Pancho, ich bin ja so gespannt. Mal sehen, ob's ihm passt. Das sieht lustig aus. Pancho, der Superhund. Da, 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 da. Warte, ich mach das raus. Na also. Pancho, das hätten wir. Jetzt gehen wir Gassi. Das sieht witzig aus. Wir rufen kein Taxi, sondern machen mit Pancho einen Spaziergang. Tschüss!